Für Romal Rahimi ist dieser Tag etwas ganz Besonderes, denn heute trifft er seinen Lieblingsspieler der TSG. Nadim Amiri besucht die Flüchtlingsunterkunft in der Breitenseite in Sinsheim und nimmt sich Zeit für die Bewohner. Für Romal und die anderen bedeutet das vor allem Abwechslung. Die Flüchtlinge, die hier untergebracht sind, die warten auf Anhörungstermine, auf Interviews und auf Asylbescheide. Und es ist ganz wichtig, tagesstrukturierende Angebote zu machen, damit das Leben Höhepunkte für die Leute hat. Das weiß auch Nadim Amiri. Von der Herzlichkeit und dem Empfang der Bewohner hier ist er sehr berührt. Ich hatte auch kurz Gänsehaut, wo ich gekommen bin und alle geklatscht haben. Aber ich habe mich auch sehr gefreut und mich freut, wenn ich andere Leute glücklich machen kann. Einige der Flüchtlinge, wie Romal, kommen aus Afghanistan. Auch Nadim Amiri hat afghanische Wurzeln. Zwar ist er in Deutschland geboren und aufgewachsen, den Bezug zur afghanischen Kultur möchte er dennoch nicht verlieren. Die Sprache kann ich jetzt nicht so gut, trotzdem verfolge ich das Land und meine Eltern sind auch jetzt voll Afghanen und ich auch. Und deswegen verfolge ich alles dort. Die Idee für dieses Zusammentreffen hatten zwei große Hoffe-Fans, denen der Flüchtlingsunterkunft helfen. Die haben bei einem Spiel den Nadim angesprochen, ob er denn mal hier für die afghanischen Flüchtlinge zur Autogrammstunde vorbeikommen möchte. Und da sagte er wohl ja und so kam das. Und dann haben wir diesen Termin gekriegt, auf den sich schon alle ganz arg freuen. Wir haben ein bisschen gesprochen. Ihr ist sehr nett und sehr freundlich. Wir mögen. I'm really happy to meet. Es macht mich so glücklich, einen Fußballstar hier in meiner Unterkunft zu treffen. Ich habe seine Spiele schon einige Male gesehen in der Arena in Sinsheim. Es war sehr gut und wir haben sehr gefreut. Nadim Amiri besucht unsere, ja. Wie es für Romal und die anderen Flüchtlinge weitergeht, ist noch nicht klar. Aber eins ist schon mal sicher, dieser Tag bleibt für immer in schöner Erinnerung.